Willkommen zurück zu Age of Empires. Wir sind hier gerade vor der Stadt, vor den, wer wird nicht angegriffen? Der Rambok. Wir sind in der Stadt vor dem Perserreich und kommen Besuch von einem Berittenen und treten da jetzt mal gleich mal ein mit unseren Rambeken. So, der hat hier vorne auch schon alles erledigt. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch durch die Tür treten. So, ihr zwei kommt mal auch hier runter. Haben wir noch irgendwelche Soldaten, die wir für den Kampf brauchen? Nee, haben wir nicht. Also marschieren wir in das Persische Reich. Wir haben jetzt, glaube ich, zu viele Rambok hier vorne stehen. Die können nicht mal alle auf das Tor zugreifen. Aber dann machen wir mal die Mauer da auch ein bisschen zu Schrott. So, wenn die Mauer weg ist, ist auch eigentlich der Untergang für das Persische Reich. Wir können jetzt gegen das hier eigentlich nicht viel einsetzen. Außer natürlich so ein Paladin. Ah, jetzt kommen sie mit allen Paladinen oder was. Okay, die Perser haben da noch was in der Hinterhand gehabt. Aber das dürfte keine allzu großen Probleme bereiten. Wir machen derweil mit unseren Rambeln das, was wir am besten können. Wir marschieren hier durch. Was kommt da hinter mir? Okay, die Perser haben da doch noch einiges mehr gehabt, als ich gedacht hätte. Wir fahren mal mit unseren Rambeln da aus und kommen schon mal raus. Ich denke aber, wir verlieren die Schlacht. Ja, werden wir. Das werden wir definitiv verlieren. Wem gehst du? Gehst du auf den hier? Wir werden die zwei hier mal für Ablenkung sorgen. Ah, können sie nicht mal. Okay. Dann brauche ich mehr Truppen. Generell, ich brauche mal. Wo sind denn hier Bürger? Kommt mal ihr zwei mit. Kommt mal hier bis hier hin. So, wo ist meine Kaserne? Die soll mal auch bis hierher gehen. So, dann brauchen wir Kamelreiter. Jede Menge. Da kommt mir ein bisschen zu viel berittenes Zeug an. Die berittenen Bogenschützen werde ich diesmal nicht dazu holen. Die brauche ich nicht mehr. Sondern jetzt eigentlich nur noch diese Antikavallerie. Die ganzen Infanteristen wollte ich jetzt schon sagen, wie die ganzen Elefanten und Paladine, die er hier ja so schön positioniert hat. So, die zwei Bürger sind eigentlich hier nur da, um jetzt hier diesen Stützpunkt ein bisschen zu vergewaltigen, einzunehmen. Hier ein bisschen Gedöns bauen. Hier unsere Truppen schneller an die Front bekommen und in größerer Stückzahl als hier oben. Es sind ja nicht so viele. Wie sieht es bei meinen Goldenen aus? Die arbeiten Hochtouren. Wo ist die Schmiede? Ich hatte irgendwo eine Schmiede. Ich brauche mehr Angriff. So, die Russen, die haben sich mal verzogen. Ich könnte eigentlich die Ritter mal upgraden. Kostet nicht allzu viel, dann sind die mir ein bisschen stärker gepanzert. Da ist ein Feld abgebrochen. Bauen wir ein paar mehr Felder. Da muss ich auf das nicht achten. So. Werden wir hier ein paar Truppen nachliefern. Gut. Was kommt hier noch alles? Hier kommt noch ein bisschen was. Die Pikiniere sind schon fertig. Die baue ich aber nicht mehr nach. Die können hier gleich vor Ort produziert werden. Genau fertig und der ist auch fertig. So, bleibt hier mal mehr defensiv. Hier hinten. Bis alle so weit sind. Sind sie schon? Nee. Moment, warum habe ich 70? Mir fehlt ein Haus. Ja, der hat ein Haus kaputt gemacht.
bestimmt der Russe, der mich damals angegriffen hat. Der hat da bestimmt seine Finger ins Spiel gehabt. So, was machen wir hier dabei? Könnt ihr dabei ein bisschen Holz formen? So. Mehr Pikeniere. So, alles mal hier draußen sammeln. Wer kommt denn da? Ein Armbrustschütze. Ja, so soll es sein. Da kommt man gleich mal ein bisschen mehr. Jetzt können wir noch ein bisschen rein spammen. Die Perser versammeln sich hier draußen. Jetzt relativ groß. Wir holen uns mal die ganzen Kavalleristen hier. Ich baue jetzt keine Ramböcke. Apropos Ramböcke. Können zum Waffenlager hier auch mitnehmen. Ich baue jetzt hier mal keine Ramböcke, da ich die ganze Einheiten da jetzt mal dezimieren will. Wenn ich sehe schon, die Kavalleristen sind relativ gut gegen die Elefantos. Und ein Kettenhemd brauchen wir, um die Infanterie ein bisschen stabiler zu machen. So, da kommt wieder ein Elefanti. Elefanti muss gleich mal hier ein bisschen dezimiert werden. Vor allem die Elefanten. So, man sieht schon, der Paladin, der räumt hier den Pikinier schon weg. Also ein Pikinier kann gegen den Paladin auf jeden Fall nicht bestehen. Das schafft der Paladin. Der Pikinier nicht einpacken. Drei Pikiniere, beziehungsweise zwei könnten ihn schon schaffen, aber drei auf jeden Fall. Ja, man sieht schon, der Elefant mit seinem Flächendamage, der rasiert hier die Kamelreiter einfach nur so weg. Die haben da wenig Chancen. Ja, mit der Zeit sind halt diese Kriegselefanten schon sehr stark. Vor allem in Masse. Können die ganze Hurten da nicht in ihren Flächen damit unterstützen mit Paladin ziemlich OP. Also da das muss ich hier meinen, ich baue einfach Schlafhaus. Müsste jetzt eigentlich der Bogenschütze spammen und die klein zu kriegen. Das sind jetzt hier verdammt viele, muss ich schon sagen. Aber ich bin mehr und seine Einheiten kosten mehr. Bürger, was wollt ihr hier oben? Geht ihr Holz sammeln? Ihr habt da oben gar nichts zu suchen. Ja, es ist schon ziemlich schwer da. Wenn hier drei Elefanten auf einen Haufen stehen, der Damage ist groß. Ja, die Infanterie, die kann da gar nichts machen. Da ist schon mehr Tod bei mir als vom Gegner. Obwohl das Tod vom Gegner schlimmer ist als der Tod von mir. Seine Einheiten kosten ja wesentlich mehr als meine. Vor allem die Elefanten. Irgendwann kommt die Produktion von ihm in den Stillstand. Meine läuft aber auf Touren. Ich meine, die kosten ja nur 60 Gold, die Kamelreiter und die Pikiniere sind sowieso fast umsonst. So, gleich mal die nächste Horde hier rauf. Wir machen eine Paladin hier Damage an den. Kann gar nicht sehen. Schade. Wir können jetzt, glaube ich, schon mal ein paar Ramböcke mitmischen. Die Einheiten hier sind. Ah, das ist jetzt blöd, was ihr da macht. Den Elefanten immer umrunden, nicht an eine Engstelle. Das ist ja tödlich. Ein Elefant ist groß, der bekommt von überall Damage. Aber er räumt auch hier die Pikiniere einfach weg. Naja, also unterschätzt wir ja nicht die Elefanten. So. Wir räumen uns jetzt schon schön langsam durch. Auch wenn es nur. Ich müsste hier hinten. Ja. Ah, die Häuser müssen mir jetzt eigentlich egal sein. Die sind ja jetzt nicht. Das, was wir zerstören müssen, also ich würde eher sagen, das, was hier ist, muss zerstört werden, obwohl das ist hier erst neu ist. Die hatten das dann noch gar nicht, als wir den Schar gekillt haben.
Der Stall da oben, der ist wichtig. Der muss zerstört werden. Da kommen die ganzen Paladine raus. So, dann geht ihr jetzt weiter da oben. Zum Zerstören. Ah, jetzt kommt hier schon eine leichte Kavallerie. Das kann jetzt nur ein Scout sein. Oder aber auch der Fall, dass sie schon kein Gold mehr haben. Ne? Kommen sie mit diesen. Eben mit leichten Einheiten. Wenn sie kein Gold mehr haben. Aber hier kommt immer noch ein Paladin raus. Das heißt, da ist noch was. Oder sie haben noch irgendwo eine Goldkugel, die ihnen langsam noch mit Gold versorgt. Kann alles möglich sein. Schießstand, den Schießstand, der hier war, den habe ich auch zermartert. So, und Bürger. Der Rambach kann sich mal ein bisschen um die Häuser hier kümmern. Denn umso weniger Häuser sie haben, umso weniger können sie dann auch produzieren, obwohl sie relativ viele Häuser haben. Sondern kann der mal den Dingens anreißen, ins Dorfzentrum. Der macht hier, okay, ich weiß nicht, was der da macht. Soll er mal nicht das machen, sondern was anderes. So, hier bleibt man in der Nähe von dem Rambock. Damit da keine spaßigen Einheiten kommen, die den leicht zerlegen. So, die Waffenverschmiede ist auch gleich weg. Es ist Perserreich eigentlich schon so gut wie am Ende. Weil es wehrt sich noch mit ein paar mit Händen und Füßen. Aber allzu viele machen die jetzt nicht mehr. Kann ich irgendwo was? Reichweite, Lebenspunkte? Ne, kann ich jetzt eigentlich nichts erforschen, dass mir jetzt noch großartig weiterhelfen wird. So, wo ist denn der zweite Rambock? Wer macht sich jetzt auf dem Weg, um seinen Kumpel zu helfen? Hier kommt nichts mehr nach, aber ich brauche die Kavallerie mehr. Bisschen mehr Pikeniere, das geht auch nicht ausgehen. Und dann würde ich mal sagen, das Perserreich wird in diesen Baden vernichtet. Der Schießstand, der hält jetzt auch nicht mehr lange durch, und dann habe ich schon mal die Ruhe von jeglichen Einheiten. Außer er baut irgendwo einen neuen, aber so schätze ich den jetzt nicht ein. Da kann sie mal den Weltwunder da unten vorknöpfen. Das zerstören. So, die ganzen Kamelreiter gehen jetzt auf die Bürger los, beziehungsweise die. Ja, da wollte schon was bauen. Der wollte da schon bauen. So, was kommt denn da? Da kommen noch ein paar Bürger. Tötet die Bürger. Die wollen nämlich Sachen aufbauen. Hier ist noch eine Goldmine. Können wir die uns einfach einnehmen? Die Gold wird noch drin sein. Schätzen wir mal. 200. Oh. Das ist ja noch eine volle Goldmine. Die haben wir noch. Die haben wir ein bisschen was. Dann rammst du schon mal das Tor da nach oben ein. Ach, oh. Da ist ja noch ein Elefantos. Geh mal du zur Burg. Ah, Elefantos ist weg. Ihr beide geht mal zur Burg. Der baut mir hier noch Elefanten. Das will man wohl nicht möglich haben. Der will noch nicht aufgeben. So, die nächsten kommen schon wieder. Oh, wie sind die Einheiten hier sammeln? Die sind jetzt hier ein bisschen zerstreut. So, Elefantos ist wieder da. Weiß nicht, warum ich ihn Elefantos nenne, aber. Haben wir mal das mal so dahingestellt. So, die Einheiten hier halten aber nicht mehr viel aus. So, zwei Raumböcke gegen eine Burg. Die Burg dürfte das nicht aushalten. Wenn die so weiter so Elefanten spammen, die sind mir das aber ein bisschen unheimlich. Das ist mir zu viel, was sie da machen. Wirklich gegen nicht so viele Elefanten kämpfen. Naja, egal. Die Schmiede geht jetzt down. Der geht zum Rambock. Was hat hier dieser Rambock getan? Lass diesen Rambock in Ruhe. Der macht jetzt immer die ganzen
Einheiten hier plott. Soll das denn? Scheiß Elefant, ich hasse die Dinger. Sind ja mittlerweile auch schon Elite-Kriegselefanten. Schon mehr Wumps, mehr Leben und fallen auch schneller um. 620 Leben, 24 Angriff. Flächendamage, hallo. Ist ja gut. Scheiß OP-Elefanten. Du kannst jetzt aber trotzdem mit der richtigen Rasse ziemlich leicht aufs Korn nehmen, aber die richtige Rasse habe ich nun mal nicht. Hätte ich zwar schon mit den Mongolen, Hit and Run, heißt ja das Zauberwort, aber nee, will ich jetzt nicht machen. Dem haben wir kein Gold mehr. Ist ja natürlich super, wenn wir kein Gold haben. Es gab mal da drüben, was haben die denn hier alles? Hier war mal eine Mine. Das war aber schon alles. Das ist noch eine Kaserne. Die braucht der gute Perser wahrscheinlich nicht mehr. So, dann können wir mal das Tor hier oben aufmachen, um nach Norden dann langsam vorzurücken in das russische Zarenreich. Wenn es jetzt noch ein Zarenreich ist, beziehungsweise. Ne, im Zahnreich ist es ja noch nicht, das ist ja erst später gewesen. Ups, war mein Fehler. So, Kaserne weg. Kann ich jeweils aufnehmen. Wir wollen doch tatsächlich sein schönes, wunderschönes Weltwunder zerstören. Ach, hier haben wir schon mal den Russen. Wenn man von dem Teufel redet, dann kommt er persönlich. So, da kommt nichts mehr nach. Wie sieht's denn bei meiner Holzfällerindustrie aus? Kann sich mal auch weiter vorne bewegen. Und für die Infanterie können wir leider keine Flakpanzer erforschen, damit wir kein Gold haben. Aber ich soll hier mal die Steine aufsammeln. Kann ich mal eine Burg bauen für die Mangudais. Die Spezialeinheiten der Mongolis. So, ich brauche hier oben mal einen Scout. Sollen wir gucken, wo der Mongole sich. Ich bin ein Mongole. Der Perser neu aufbaut. Oder auch nicht. Gut. Persien ist damit besiegt. Das heißt aber jetzt, ich muss umstellen. Keine Pikniere mehr. Diese werden jetzt absolut tödlich. Jetzt kommen die Husaren ins Spiel. So, alles darauf. Den Scout einmal töten bitte. Kann ich schon eine Burg bauen? Ja, kann ich. Dann alle Goldgräber nach hier. So, und der Scout geht jetzt hier mal gucken. Ach, was haben wir denn da? Da kommt da was, da kommt da was. Abfangen. Bitte abfangen. Wo auch immer ihr hin wollt. Kommen wir jetzt wirklich hier durch und wollen hier rauf. Oder auch nicht. Ist das ein Speertrupp oder verarschen die mich gerade? Ne, die waren auf Patrouille hier. Weil hier runtergehen und wieder rauf. Also sie sind bestimmt hier so, vor das Tor, dann wieder rauf. Ich sage ja mehr so ein Speertrüppchen. So, wir stellen uns hier mal auf. Ich habe da aber noch was gesehen. Hier sind noch ein paar Husaren. Hier rauf. Kommen noch ein paar Husaren. Dann gibt's im nächsten Part dann die Russen. Und wer sind die Merkiten? Weiß ich jetzt gerade nicht. Nächsten Part machen wir dann die Russen platt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.